Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Let's Play Fallout 4 Messiah. Also wir wissen ja in dieser gehobenen Sprache. Okay, eigentlich spricht man da nicht so bescheuert, als zumindest in einer gehobenen Atmosphäre und einem gehobenen Stil. Weil wir gerade aus dem Boyzen Club kommen. Ne? Club der Präsidenten und Vizepräsidenten, der Gouverneure und der Senatoren. So, und wir befinden uns anscheinend immer noch nur 20 Meter von dieser scheiß Comet Zone. Aber wir kommen denn hier hin? Das ist ein schwarzes Loch, das ist nicht erreichbar, glaube ich. Oh. Ah, okay. Okay. Habe ich jetzt nicht mitgerechnet. Ja, weißt du, abgeschlossen. Erkunde die Comet Zone. Wir haben die Tür erkundet. Wir wissen, die Tür ist aus Holz. Erkundet. Bin ich blöd, oder? Was ist denn hier los? Das ist ja ein Club. Das sind ja Menschen. Das Ding kann ich nicht hacken. Oh. Warum? Was machen die Sklaven hier? Und was ist das denn für ein Club? Und damit endet diese Runde. Kate ist der unangefochtene Sieger. Und wer ist das? Moment, wer hat dich... Kumpel, ich würde lieber in Deckung gehen, schnell! Was? Hat sich wohl jemand verlassen? Oh. Scheiße, was war das? Sorry! Aber danke für die Info. Was ist das? Warum tragt ihr Masken? Also. Warum habt ihr eine Maske auf? Yo! Ja, ich hab natürlich nämlich einen Kreuzschlüssel mit. Ey! Sie ist kein Flüchtling, auf den man auftritt. Oder, über 70-jähriger Mann, der schon am Boden liegt in der Berliner S-Bahn. Sucht er was aus. Es ist alles wieder abscheulich, wenn man auf Leute tritt, die auf dem Boden liegen. Egal wer. Es ist sogar, wenn ich mich nicht täusche, wird das ja nicht mal im Wrestling gemacht. Gut, das ist ein Showsport, aber ich meine, selbst da wird es nicht gemacht, ne? Es wird auch, sag ich mal, ein bisschen falsche Bilder vermitteln, wenn man es da zeigen würde. Was war das? Bisschen ist gut. Jo, ein Bunsenstativ, natürlich. Achso, drei Schlagring. Ach, ich verstehe. Jo, lass mich kurz in einer Erste-Hilfe-Kasten entschärfen. Entschärfen, mhm. Ja, das Ding geht, glaube ich, nicht auf. Vor allem, wer ist denn so bescheuert? Und packt ein Schloss an den Erste-Hilfe-Kasten. Was ist denn das jetzt? Was ist das für eine bescheuerte Idee? Weißt du? So nach dem Motto, ja. Bist gerade zwar am Verbluten, aber. Hilfe kriegst du erstmal nicht so schnell. Boah, ich nehme die mal, ne? Kann mir ja Waffe gleich verkaufen. Oh mein Gott! Stiere! Was ist denn mit deinem Kopf? Da ist ja jemand ziemlich gefährlich. Ja, würde ich auch so sagen. Gut, dass du das erkennst. Wow, ich brenne. Was haben die denn hier so? Eine Kochplatte. Aluminiumdosen. Was? Was ist denn mit den Geräuschen hier vom Boden los? Ich loot mal währenddessen so ein bisschen. Vor Kriegsgeld, aha. Oh, ich kann hier nicht hoch. Schade. Wen haben wir hier? Aha. Und wen haben wir hier? Achso, okay, das sind andere Leute. Besser gelaufen als erwartet. Meinst du, das war schon mit dem...
Wir wollen keinen Ärger. Ja, keine Sorge. Nicht noch. Ist es vorbei? Naja, das hätte auch schlimmer ausgehen können. Weiß nicht. Von meiner Position aus sah mir das recht beeindruckend aus. Bist du verdammt nochmal high oder was? Warum frage ich das überhaupt? Natürlich bist du das. Hab den Kampf ja trotzdem gewonnen, oder? Du bist ausgelaugt und wirst langsam schluderig. Natürlich musst du dir darum jetzt keine Sorgen mehr machen. Offenbar hat der Spaßvogel hier uns gerade arbeitslos gemacht. Bin mir nicht sicher, ob ich dich küssen oder dir mein kleines Vögelchen hier auf den Hals hetzen soll. Ich hab dir doch gesagt, dass du mich nicht mehr so nennen sollst. Was ist das für ein Ort? Was ist das für ein Ort? Bist nicht aus der Gegend, was? Das ist das Combat Zone. Die beste Arena im Commonwealth. Kate hier ist unsere Hauptattraktion. Mehr als 100 Kämpfe unbesiegt. Früher bedienten wir anständigere Kunden. Aber vor rund 2 Jahren kam eine Raiderbande an. Und wir wurden ein exklusiveres Etablissement. Zumindest bis du unseren gesamten Kundenstamm aus dem Genpool entfernt und uns arbeitslos gemacht hast. Tut mir leid. Sah für mich so aus, als würdet ihr in Schwierigkeiten stecken. Schwierigkeiten? Ach was. Aber diese Trottel zu unterhalten hat die Miete bezahlt. Bin mir nicht sicher, was wir jetzt tun sollen. Zur Hölle mit denen! Da werden schon neue kommen. Braucht nur eine kurze Verschnaufpause, dann bin ich wieder bereit. Eine Verschnaufpause? Was? Damit du dir noch mehr Dreck in den Arm schießen kannst? Nein, nein. Weißt du was? Ich glaube, das war ein versteckter Segen. Du hast das Ende des Kampfes ja gesehen. Was hältst du von Kates Arbeit? Ja, hat der Talent. Ich hab's nicht gesehen, aber der Talent. Sie hat zweifelsohne Talent. Siehst du? Gibt doch noch Leute, die Qualität erkennen, wenn sie sie sehen. Es sind nicht deine Kampfqualitäten, um die ich mir Sorgen mache. Also, das ist mein Problem. Ich habe plötzlich keine Zuschauer mehr. Keine Zuschauer heißt keine Einnahmen. Und wenn du mir keine Kronkorken verdienst, Vögelchen, bist du kein Aktivposten. Dann bist du eine Belastung. Für mich. Und für dich selbst. Also, ich hätte mir Folgendes gedacht. Wie wäre es, wenn du ihren Vertrag übernimmst? Sie begleitet dich, passt auf dich auf. Schau, du würdest mir einen Gefallen tun, während ich hier alles wieder auf Vordermann bringe. Was meinst du? Ich? Und der? Warum willst du, dass sie mich begleitet? Ja, Tommy, warum zur Hölle willst du mich unbedingt loswerden? Hör her. Dieses Dreckszeug macht dich unvorsichtig. Und ich möchte es nicht kommentieren müssen, wenn du am Ende doch zu Boden gehst. Okay? Also tut mir einfach den Gefallen. Ihr beide. Bitte. Was denkst du, Kate? Ich würde interessieren, was Kate davon hält. Meine Meinung ist wohl gar nicht gefragt. Vertrag ist Vertrag. Außerdem, willst du wirklich hierbleiben? Keine Zuschauer, keine Kronkorken, keine Gesprächspartner. Außer mir. Oh Gott. Gutes Argument. Braves Mädchen. Also, sie ist dabei. Wie sieht es mit dir aus? Ja, ich könnte natürlich auch, ich könnte in der Burg, würde ich euch ein Theater einrichten. Ich würde das dann einfach aufs erste Stockwerk bauen, neu bauen. Da gibt's ja jetzt Arenen. Da würde ich euch was Riesiges einrichten. 500 Sitzplätze, wenn ihr wollt. Kann das ganze Commonwealth kommen? Na? Klar, ich könnte jemanden brauchen, der auf mich aufpasst. Gut, dann ist das geklärt. Und hier, nimm das. Das sind die Einnahmen des letzten Kampfes. Bezahlung für den Kammerjäger. Bitte was, Borderlands? Was genau willst du ohne mich hier anfangen? Mach dir um mich keine Sorgen. Ich richte diesen Ort wieder her. Vielleicht für eine weniger blutige Kundschaft. Und jetzt verschwinde endlich von hier. Du hast hier nichts mehr verloren. Vögelchen. Du bist ein echter Drecksack. Weißt du das, Tommy? Das musst du mir nicht erst sagen. Dann musst du wohl zu mir kommen, wenn du aufbrechen willst. Ja. Hi, Tommy. Die Zuschauer vermisse ich nicht wirklich. Wohl aber ihre Kronkorken. Ja, Du, Kate. Hi, Kate. Und? Bereit zum Aufbrechen? Hängt davon ab. Wie fühlst du dich? Ich weiß nicht. Ich fühle mich ziemlich nutzlos, hier rumzusitzen und Däumchen zu drehen. Also, bist du bereit, loszuziehen? Ja, klar. Bereit. Wird Zeit, dass ich von hier verschwinde. Gehen wir. Und ist es bisher niemandem gelungen, dich umzulegen, Kate? Noch nicht. Auch wenn wir es schon häufig versucht haben. Piper nach... Was? Okay.
Ja, Piper geht mal gerade zur Burg. Ich gehe dann gerade mit ihr dann zur Burg. Weil ich will halt schon eigentlich lieber mit Piper rumlaufen. So. Ich nehme mal wieder die ganze Scheiße hier mit. Quasi eigentlich alles, was hier so ist. Ob ich es brauchen kann oder nicht, weiß ich nicht. Ich kann eigentlich alles ja gebrauchen, schließlich. So viel, bis mein Gewicht, Huch! Ja, das, was passiert natürlich auch mal. Das kann man mal machen. Ich kann den Ort hier nicht, ne? Nein, schade. Ich dachte, ich könnte hier alles abreißen. Das wäre toll. Ja, hätte ich nicht gedacht, dass hier so eine... Ja, Puff-Bordell, keine Ahnung, wie man es da nennt. Raider-Etablissement. Tja, ne, Schrott ist ja. So, den Besen brauche ich zum Beispiel nicht. Und Bourbonflasche. Ich habe bei den Hilfsmitteln habe ich doch auch Alkohol mitgenommen, oder? Ja gut, aber ich habe sowas mitgenommen und sowas und sowas und sowas und sowas und die ganzen Nudelschalen. Und so was, und das macht natürlich schon einiges aus. Sicherung und eine Machete, Rohrzange, Planke. Ja, ein bisschen wird auch sie gleich noch tragen. Das ist ja keine Frage. Jo, ihr und... Ja, ja. Tu nicht so, als wäre so anstrengend. Ja, ich weiß, dass ich zu viel trage. Ein Plastikkürbis. Ja, nee, ist klar. Ich sehe da, glaube ich, einen Wecker. Oh, ich sehe eine Mini-Atombombe. Natürlich. Ah, nee, das ist der Exit. Okay. Ist zu gut geschützt. Das geht immer noch nicht. Schade. Schade. Ja, dann. Aber, obwohl, das könnte ich ja wirklich machen, so eine Arena, ne? Also, mit Sitzen und Zuschauertribünen halt fürs ganze Commonwealth und allem. Aufgepasst. Jetzt teilen wir das unter uns auf, ja? Ja. Das wird gar nichts bringen, sage ich. Das ist total sinnlos, so vom Nutzen. Denke ich mal jetzt einfach. Aber mit irgendwas muss ich ja auch meine das Riesenhaus füllen. Das ist ja... Oh, wir haben 13 Leute anscheinend. Einer mehr, ne? Sehe ich das richtig? Ich verstehe diese Minutemen nicht.
Warum zum Teufel sollte man einer Gruppe einfacher Farmer und Siedler kostenlos helfen? Aus Nettigkeit, aus Zusammenhalt, aus nachhaltigen Gründen. Ich meine, guck meine Let's Plays, dann siehst du, dass anderen Leuten helfen immer den Besten, das Beste gebracht hat. Also ich würde sagen, dass ich, egal wie ich anders gehandelt hätte, ich, ich will ein paar Sachen mit dir tauschen. Okay. Also, ach ja, es ist Nacht, stimmt. Ja, gut. Ja, wir haben. Kann ich 10 Stunden. Kommt das hin? Simon Wangs? Hoffentlich arbeiten die dann schon. Du musst ja nicht mehr husten. Ach komm, die arbeiten dann schon. Die sind ja hier schließlich nicht im Kindergarten, ne? Da wird auch schon mal in der Früh gearbeitet. Hey, wenn du eine Rüstung suchst, habe ich vielleicht was für dich. Ja. Klar, ich schau's mir an. Sag mir, was du hast. Ja. Geld. Geld. Ich will dein Geld. Dein Geld für sinnlose Dinge, die ich dir verkaufe, mit denen du nichts anfangen kannst. Aber du wirst mir trotzdem sagen müssen, dass du damit was anfangen kannst, weil ich sonst enttäuscht bin. Verstehst du? Zerrissener Brief, Pocket Fans. Pocket Sand! Was? So. Ja, ja, hat nicht genügend Hunger, ich weiß. Wenn du eine Waffe brauchst, bist du ja genau richtig. Jo. Ich habe ein paar Minuten, um mir dein Angebot anzusehen. Hier ist mein Angebot. Natürlich hat er nur 53. Ach, okay, 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 okay. Die macht 71, 77, dann ist das schon ein bisschen sinnvoller. Ich könnte natürlich Munition, kann man immer kaufen. Das ist nie falsch. So. Schrotpatronen. So. Aber. Aufgepasst. Ich habe währenddessen ja noch nicht den Deal mit ihr gemacht. So. Suchst du nach einer Waffe? Na. Ich schau's mir an. Sag mir, was du haben möchtest. Ich habe da eher an Kronkorken gedacht. So. Oh. Jetzt habe ich da aber irgendwas. Was eigentlich nicht sein sollte, genau. So. Ist das schon 110? Ja, gut, das kommt natürlich immer noch. Ich könnte mal. Ich muss auch mal. So, hier ist unwichtig. Ich bin hier Turmbau, kann rein. Na, 93 ist tatsächlich idle. Das ist ja interessant. So, wo genau ist Piper? Wenn man das mal fragen darf. Habe ich hier echt. Habe ich hier echt Geschütze aufgestellt? Ist ja interessant. So, wo versteckt sich Piper? Das ist natürlich. Das ist das Problem bei so einer Riesenburg. Dass ja, dass die Leute anfangen zu schweben. Piper! Mensch! Hey, Piper. Gehen wir zufällig in die gleiche Richtung? Alles, ja. Klar, gehen wir. Wird gemacht. So, und sie kommt nach Yo.
Ich will nämlich, dass alle meine Begleiter nah in diese Burg gehen. Der hat eine gute Rüstung. Gut, jetzt nicht so die super Waffe. Lass uns handeln. Na klar. Ne, eine Impro-Pistole, das ist halt... Ja, gut, ne. Aber bei ihm macht's die Rüstung, würde ich behaupten. Ist die... Aha. Wir haben schon wieder ein Bett zu wenig. Das ist ja... Jetzt geht's ja aber ab. So. Weil ich freue mich ja, wenn ich Betten bauen kann quasi. Weil das heißt ja, ne? Es wird was. Immer noch nicht. Wir haben 15 Leute. Was? Meine Güte. Jetzt ist aber... Oder zählt Kate dann dazu? Ist das dann ne echter Mensch quasi? Das wäre natürlich... Das wäre ja auch was. So, wir können die Farm hier ein bisschen erweitern, würde ich fast behaupten. Na. So. Hallo? Ich dachte schon, hä, das reicht nicht? Was? Das hat mich aber jetzt gewundert. Na. So, obwohl, warte mal. Benötigt Leute, ne? So. Das heißt. Wir haben, yo. Okay, wir brauchen einen Menschen. Für die Lebensmittelversorgung. Was macht der Barmin hier? Kann mir das irgendjemand beantworten? So, ich suche gerade die untätigen Zivilisten. Die faulen Säge. So. Hat Dienst eigentlich? Ja, sowieso, ne, ja. Okay, zur Not kann ich halt eine Wache auch abbestellen, aber wir müssen ja Leute haben, die nicht zugewiesen sind. Genau. Für die Lebensmittelversorgung. Hier, da. Ist es zugewiesen? Ja, die Ressource ist zugewiesen. Das ist gut. Okay. Was macht die Größe da oben? Was sagt die mir? Das weiß ich noch nicht. Was ist das denn gewesen gerade? So, jetzt würde ich gerne eine Sache aber noch wissen. Wo ist Kate? Hier kann ich ja nirgends von, ne? Das war dieser Waffenkiller und so. Ach, gucke mal. One is sure. Lasergeschützt. Ach, das kann ja nicht sein, oder? Wir haben hier Waffen. Und die haben wir nicht verwendet. Ja, Leute. Da ich nicht weiß, wie das mit dem Einlager geht, deswegen. Das ist ja... Packe ich mal einfach... Bisschen versetzt dahinter. Das habe ich jetzt nicht gewusst. Das ist, ja, nicht schlecht.
Ja, komm, den dritten packen wir noch so quasi dazwischen hinter. So ein bisschen. Ja, irgendwie so, ne? Tesla-Bogen. Das sind ja Fallen. Kann ich ja nichts mit anfangen mit Fallen. Bin ich ja kein Mensch von. Aber Stromversorgung dürfte doch wohl noch gehen, ne? Genau. So. Schutz 84. Also bitte, wie soll hier jemand reinkommen? Das, Was ist denn mit Piper? Piper, renn! Alles klar. Also wir sind bei ein bisschen überlänger. Ich wäre aber eigentlich doch gerne wissen, wo das denn diese Frau? Was ist denn hier? Aha, ein Middleman, ein Toter. Okay. Hey, wo ist Kate? Muss ich jetzt gerade nicht so ganz verstehen. Oh ja, diese lauten Generatoren. Ah, hier ist ja auch noch ein Bett. Wo ist die? Hey, sei. Aha! Guck mal, ah, das ist deswegen. Deswegen war das nämlich auch noch eine zusätzliche Person. Okay, die werden als Menschen richtig, also als Mitglieder richtig gezählt. Dann ist ja. Das ist ja schon nice. Hallo? Ja. Dann macht ihr halt Verteidigung. Das wird sie doch machen, oder? Yo. Das meine ich doch wohl. Ja, nice. Also ich mag die Stadt schon. Dies ist halt schon eine große Siedlung und sicher und schick und man kann alles machen und es gibt hier ein Klo. Und, was ist das denn? Ein Schrank. War der da schon immer? Ja, ich würde sagen, aber wir können einen Cut machen. Bis zur nächsten Folge.